Moin Leute, ich bin's wieder und heute reden wir mal über das kommende Community-Projekt auf meinem Kanal. Wann es online geht, wie ihr dran teilnehmen könnt und welche Bedingungen es gibt, erfahrt ihr nach dem Intro. So ihr Lieben, da mich in letzter Zeit so viele Leute darauf aufmerksam gemacht haben oder gefragt haben, ey Gerümpelkiste, wann machst du denn mal ein Community-Projekt, wann kann ich mal mit dir zocken, wird es sowas mit der Community geben oder so, haben ich und mein Admin-Team uns hingesetzt und mal so ein bisschen den Kopf zerbrochen drüber und wir sind zu der einzig möglichen Entscheidung gekommen und zwar wird es ein The Forest Community Server geben. Wir haben einen 36-Slot großen Server von Nitrado gemietet, 6 davon behalte ich mir mal vor. Die sind für meine Admins, für Freunde und für YouTube-Kollegen, damit ich mit denen zusammen streamen kann. 30 davon stehen zur freien Verfügung für meine Community. Wir haben uns das Ganze so gedacht. Wir werden dort mit 30 Leuten bauen. Also jeder von euch kann seine Hütte bauen. Ihr könnt euch zusammenschließen und bauen. Könnt euch gegenseitig helfen und sowas. Wir gehen auf Kannibalenjagd, werden Schildkrötenpanzerrennen und sowas veranstalten. Und wir werden natürlich dann auch mit 30 Mann oder besser gesagt mit 36 Leuten werden wir Timmy am Ende befreien und auch Megan klatschen mit 36 Leuten. Stellt euch das mal vor, wie krass das dann aussieht. Aber die wichtigste Frage für euch ist natürlich, wie könnt ihr daran teilnehmen? Erstens, ihr müsst natürlich Abonnent dieses Kanals sein, denn es geht hier immerhin um die Community. Und was bringt euch das, auf einem Server zu sein von einem YouTuber, den ihr nicht kennt oder nicht abonniert habt? Zweitens müsst ihr auch auf meinem Discord-Server beitreten. Der Grund dafür erkläre ich euch gleich. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken, die Regeln durchlesen und dann mit einem Daumen nach oben bestätigen. Dann seht ihr alles und dann seid ihr freigeschaltet. So, und dann kommen wir zum dritten. Und das dritte tut mir echt leid für alle PS4-Spieler. Ich habe es versucht, aber auf Nitrado gibt es keine PS4-Server. Gibt die nur für PC. Das heißt, es können nur die PC-Spieler mit uns dann auf dem Server spielen. Ich kann euch leider nur so vertrösten. Ihr werdet natürlich beim Stream dann dabei sein. Wenn ihr noch wollt, könnt ihr beim Stream dabei sein, könnt noch Sachen entscheiden und sowas, was wir als nächstes bauen und wie wir als nächstes vorgehen und so. Und ja, also ich kann euch leider nur damit vertrösten, tut mir echt leid. Kommen wir aber jetzt zu dem Thema, wie ich die Leute dafür aussuche, die auf diesen Server drauf dürfen. Grundsätzlich will ich alles zufällig machen. Was ihr dafür machen müsst, ihr schreibt mir einfach unten in den Kommentarbereich Hashtag TheForest, natürlich alles klein und ich lasse dann einfach ein Programm drüber laufen, das random 30 Personen mit diesem Hashtag raussucht für mich. Der nächste Schritt wird sein, dass ich euch auf Discord anschreibe. Hier ist es wichtig, dass ihr den gleichen Namen auf Discord wie auf YouTube benutzt, damit ich euch besser unterscheiden kann und nicht mit der falschen Person schreibe. Danach bekommt ihr eine Rolle, die Rolle des Gamers. Dann wird euer Name gelb und ihr erhaltet die Berechtigung, die Kategorie mit dem Community-Server zu sehen. Dort befindet sich dann ein Text-Channel, in dem ihr die Zugangsdaten für den Server bekommt. Dort könnt ihr auch dann schreiben, falls ihr Probleme und sowas habt und könnt euch mit den anderen unterhalten. Ob Sprach-Channel noch nachträglich eingefügt werden, weiß ich noch nicht. Wenn nicht, wir können ja über Q, jeder weiß ja mittlerweile, wo die Taste Q ist, können wir dann kommunizieren über das Funkgerät. So, und dann kommen wir jetzt auch direkt zu den Regeln, die sind ganz, ganz wichtig. Leute, ich möchte kein Cheating, kein Mobbing und dass keiner dem anderen seine Sachen zerstört, Wände einreißt oder ihn einfach damit nervt. Leute, seid nett zueinander, seid freundlich und wir können wirklich viel Spaß auf dem Server haben. Wer sich nicht daran hält, fliegt leider vom Server und dem werden die Rechte daran entzogen, wieder auf diesen Server zu kommen. Das heißt wiederum, jemand Neues kann dann nachrücken und ich werde diese Person dann anschreiben und die darf dann auf den Server drauf. So, das war es eigentlich zu den Regeln. Der Server wird, wenn er einmal gestartet ist, dauerhaft online sein, 30 Tage lang. So lange könnt ihr dann dauerhaft drauf zocken. Ihr habt aber jetzt Zeit erstmal bis zum 5.2.21, also diesen Freitag um 16 Uhr, hier bei der Auslosung mitzumachen. Einfach Hashtag TheForestKlein in die Kommentare schreiben. Ich wähle euch dann mit einem Programm aus, also random, schreibe euch auf Discord an und der Rest klären wir. An diesem Samstag, also an dem 6.2.21, soll dann dieses Projekt starten in einem fetten, krassen Stream, wo wir dann anfangen mit so vielen Leuten Sachen aufzubauen. Jeder baut so seine Hütte und sowas. Wir gehen Kannibalen klatschen, veranstalten ein Schildkrötenrennen und so. Dazu müssen wir erstmal die Baupläne und sowas finden. Wird auch schon krass. Auf jeden Fall wird es ziemlich viel Aktivitäten auf dem Server geben, also ich hoffe. Und ich hoffe, wir haben dann einen fetten Stream. Wann genau werde ich euch dann noch im Community Hub? Gott, ich hasse dieses Wort. Community-Funktion von YouTube werde ich euch dann sagen, wann es losgeht. Und auch auf Instagram, falls ihr mir noch nicht folgt auf Instagram, schaut da vorbei. Da sage ich euch immer, wann meine nächsten Streams kommen. Und ja, dann hoffe ich, konnte ich euch mit diesem Video helfen. Wie immer, ja, bin mega gehypt. Ansonsten lasst dem Ganzen noch ein Like da und mir noch ein Abo, falls ihr für mich
cool findet und euch für meinen Content interessiert und Teil der Community werden wollt. Ansonsten würde ich sagen, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche. Wir sehen uns am Samstag, ihr Geilen. Ciao.